So, meine lieben Mäusezähne hier draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randalls beschissenen Monday. Und dieser Monday war wirklich beschissen, da Randalls bester Freund Matt sich Selbstmord gemacht hat, und zwar im Backofen. Es fiel ihm natürlich keinen besseren Ort ein, als statt mal so aus dem Fenster zu jumpen oder sich in den Kühlfrierschrank irgendwie sich zu erfrieren. Nein, er muss den Kopf im Backofen stecken und ist daran nun gestorben. Ich gehe mal davon aus, dieser Tag ist gleich vorbei und ich weiß nicht, was dann passiert wird, denn es ist ja Dienstag. Mal gucken. Ich gehe mal davon aus, wir müssen direkt nach Hause. Lassen wir mal mit Officer Murray reden. Ich glaube, ich hatte meine Überdosis Murray für heute. Ah, okay. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Wahrscheinlich. Mmh, Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Diese. Und der ist nicht mal fett, ne? Was ist hier? Geschlossen. Schade. Na komm, Mülleimer. Nichts von Interesse. Okay, dann lass uns doch mal hier wieder nach Hause gehen. Komm, Treppenhaus, ab dafür. Ob der Vermieter immer noch da steht? Nee, er ist weg. Out of order. Hier wollen wir mal bei Dings gucken. Nachbarstür. Hello. Ich geh Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich hab's ja schon verstanden. Ist okay. So, jetzt ist der Vermieter da. Er wollte uns ja eigentlich rausgeschmissen haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Kohle per Gedankenübertragung gegeben haben. Ach, was machen wir bloß ohne Matt? Auf die Couch sitzen. Jetzt gerade nicht. Okay, dann nicht. Aber Hauptsache, er geht da einmal ganz rum, um uns dann zu sagen, jetzt gerade nicht. So, Randall hat heute noch gar nichts gegessen. Du sollst doch in dein Zimmer gehen, Kumpel. Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman. Bring me a dream. Bom, 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 bom. Make him the cutest that I've ever seen. Okay. Das war schon lustig. Okay. Tag 2, Montag. Entschuldigung, bin ich schon wieder an der Zeit gefangen. Oh, what? What? Ring, ring. 10.30 Uhr. Pünktlich aufstehen, direkt, wenn die Leute Mittagessen gehen. Okay. Neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hoch erhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Okay. Da ist aber was fehlt. Was machen wir denn heute so? Zeitung? Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Okay. Ja, dann mach mal wieder zurück und so, ne? Es geht nicht. Warum meinte ich nicht? Ah, man kann umblättern. So, this Sunday Times. Sunday, was ist das denn? Today News Day. Monday. Wir haben heute Montag. Okay. Nachrichten von heute, schon heute. Ist schon, das ist pünktlich, ja. Okay. Was ist da los? Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmerding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Hey, Mr. Marconi. Hat er immer schon Bart gehabt? Das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe Sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. X? Wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Oh, oh. Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum! Ich glaube, wir sind Delirium.
Haben Sie Ihre Pillen heute Morgen vergessen? Sieht aus. Sie sollten Ihr Handy ja nicht so oft benutzen. Das macht Sie hinstehen. Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet. Und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie, Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, Ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Oh. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich hab deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens... Es tut mir leid um deinen Freund. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Was denn für ein Tag haben wir denn heute? Also, nur um sicher zu gehen. Welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Fix. Schon wieder. Es bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Heute Morgen ich gefunden. Bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Das macht Sinn. Touché. Dann ist heute. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt! Sicher, dass sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe. Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Das habe ich doch schon alles gehört. Alles klar, ja. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie. Und was soll mir das mit dem Schnurrbart? Genau, das meine ich. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Der Schnurrbart war doch vorher nicht da. Ist das Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Wirklich? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Doch, irgendwie alles, schon. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay. Es ist nur, dass, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Okay. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lasse dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Fordere es nicht heraus. Okay, also, der Montag wiederholt sich. Matt ist schon früher morgen tot.
Aber die Kohle haben wir trotzdem behalten? Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Nein. Ja, wer ist dran? Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Warum? Hä? Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Habe ich gestern bei Matt vergessen? Danke, nein. Ich habe erstmal die Genugleichen gesehen. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wovon zur Hölle redest du? Weil ich denke nicht, dass er sich an uns erinnern kann. Hör zu, ich weiß nicht, was erzählt, wir haben genügend Leichen gesehen. Aber du kommst jetzt besser sofort her. Oder habe ich was bei Matt gestern vergessen? Dann hört es sich sehr dumm an. Wird man sich dann... Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Dann hättest du es noch verdächtiger gemacht. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Okay. Ja, das meine ich nämlich, weil hätten wir, wie gesagt, nochmal von vorne. Hätten wir das mit Matt durchgezogen jetzt gerade, habe ich gestern was vergessen bei Matt. Oder noch mehr Leichen sehen, dann hätten wir uns damit, halt doch mal die Klappe jetzt, etwas verdächtiger gemacht. Weil, ne, der Sergeant kann sich nicht mehr, halt doch die Klappe jetzt mit dem kann sich nicht mehr daran erinnern, dass wir mit uns unterhalten haben. Beziehungsweise ist es ein verschrickter Monday und ich gehe zu diesem Penner und hau ihn aufs Maul. So, was willst du? Was pst du mich einfach so von der Seite an? Penner. Sieh an, sieh an. Wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Aber die Treppe ist doch kaputt. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagt, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Weißt du, dass wir der Kaderhälfte nur meine Zeitkontum... Ja, genau, das machen wir. Um zum Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Genau. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Du hast mit scheiß viel Geld. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgehen, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Das kommt immer drauf an. Habe ich die richtigen Fragen? Habe ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever klingen. Tja, Mission fehlgeschlagen, Alter. Bin ich tot? Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Okay. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay. Und das wäre? Wo bin ich? Du bist hier. Nein. In der Gasse. Weißt du das nicht? Meine Güte. Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Komm, wir hauen ab. Ich glaube, ich gehe mal besser, bevor du noch anfängst, über Asimovs Gesetze der Robotik zu reden. Wir sehen uns. Ja, das werden wir. Verfluchter! Alter, fang nicht wieder damit an. So, komm doch mal den Wuffi streicheln. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Der gehört ja auch nicht dir. Du bist ja nicht ein Herrchen. So, dann lass uns mal zur Matts Wohnung fahren. Denn da sollen wir hin. Die Frage ist, haben wir das... Halt die Klappe jetzt. Haben wir das U-Bahn-Ticket noch? Halt doch mal, das nervt mich so ein bisschen, ne? Okay. Wir haben aber scheiß viel Geld noch. Das U-Bahn-Ticket offensichtlich nicht. Wir reden mal mit dem Mann. Hallo? Ich versuche ja immer dem Gespräch mit... Okay, warte. Ich versuche ja immer dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay. Der Typ ist weg. Der sein... Ihr wisst schon, dieser Loser-Typ mit dem Handy. Ah, okay. Was ist denn das? Nichts von Interesse. Nichts von Interesse, okay. Das sollte ich lieber lassen. Die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Ist das so? Es kostet mich immer noch mein Erwachsenendasein. Ich. Was denn? Ich habe keine Lust mit dir. Okay.
Haben wir denn ein Ticket? Die Uschi wieder? Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, okay, soweit es geht. Okay, wir haben noch ein Ticket offensichtlich. Also, nicht so schlimm. Wir fahren jetzt zu Matt. Blup. Und da wären wir bei Matt. Ja, Ladezeit, ne? So, wir können diesmal so durch, der Hotdog-Verkäufer ist weg, aber dieser mysteriöse Typ, der steht hier noch. Den lasse ich lieber in Ruhe. Okay. Rein hier. Und ab durch die Mitte. Na, Sally? Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine Scheißfresse! Hey, was hab ich denn gemacht? Oh, richtig, du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt, hau ab! Okay, was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht so anscheinend, bis ich was kaputt gemacht habe. Weißt du, ich würde lieber beruhig dich, Sally. Wir stehen das durch. Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Oh oh. Hat er gesagt, was er will? Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist genau. Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst wissen, was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Okay. Ihr habt's mal wieder verbockt. Okay. Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. Ja, das ging war gut. War das denn zu viel verlangt? Ja, wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Was ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Der ist doch verbrannt. Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Ich? Gar nichts. Du hast was gemacht. Ich weiß es einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet. Warte. Hat er gesagt, was er will? Nein, aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Was? Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich an. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was hab ich denn getan? Was hab ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du's. Welchen Brief? Mads Abschiedsbrief. Okay. Oh, der Brief. Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Nein. Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an. Du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder. Was? Ich? Was? Halt's Maul! Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche! Ja, genau das ist es. Okay, soweit. So, ihr Kinderchen, ich bin der Meinung, das war's erstmal für heute und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Randall's Money. Es hat mega Spaß gemacht. Wir fangen den ganzen Shit mal von vorne an. Übrigens waren wir beim letzten Mal hier nicht in der Ecke. Das war die zweite Nummer. Der zweite Mond. Guck mal hier. Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir Aber wär. Was ist das mit Tanga hier? Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl Wie dem auch sei, Kinderchen, das war's wieder für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde.